Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum 11. Mafia 3 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's mal endlich weiter mit dem Spiel. Vorgestern kam ja das 1-Stunden-Special, Leute. Kam jetzt nicht so krass an, wie erwartet, Leute, aber ist mir im Endeffekt eigentlich auch egal, weil ich ziehe das Spiel durch, was ich anfange, das beende ich auch, Leute. Auch wenn es nicht alle feiern, das Spiel hat jetzt zum Beispiel immer so, ja, seine 30.000 Klicks maximal. Und im Gegensatz zu WWE und sowas ist das natürlich nichts. Natürlich wisst ihr ja, durch Klicks bekomme ich das Geld rein, aber es muss mir ja auch Spaß machen, das Spiel. Ich finde, das Spiel ist in Ordnung. Ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr seht das auch. Und ich habe ja auch meine 30.000 Leute, die das schauen, denen das auch gefällt. Von daher ziehe ich das durch und sage jetzt nicht irgendwie sowas mit, nee, das macht mir zu wenig Klicks, ich mach da zu wenig Geld durch. Ich mache das nicht mehr. Ich mache nur 2 Folgen noch und dann sehen wir uns in einem anderen Spiel wieder. Nein. Ich kenne mich ja schon von Anfang an, so bin ich nicht. Und ja, wir müssen jetzt ein Treffen berufen, wo alle mit dabei sind. Da sind Vito dabei, Cassandra ist mit dabei, dieser eine Alki ist mit dabei, also wirklich alles mit dabei. Und bevor wir jetzt diese Mission starten, Leute, habe ich gestern ganz vergessen zu erwähnen, Alter, ey. Wir haben die 400.000 Abonnenten auf Feel Gaming TV geknackt, auf meinem eigenen Scheißkanal. Ich kann es nicht glauben, Leute, das kann nicht wahr sein. 400.000. Das hätte ich mir niemals erträumt, Ermatt. Ohne Spaß, Mann. Also, wie sich das hier entwickelt hat, das ist einfach unglaublich. Ich habe auch vorgestern 2000 Abonnenten an einem Tag gemacht. Und das ist echt mega krass für diesen Kanal, Leute. Und ihr wisst, wie viel Herzblut ich in diesen Kanal reinstecke. Ich bin da wirklich dabei. Zu 1000% bin ich hier wirklich immer mit anwesend. Und versuche, euch mit in das Spielgeschehen mit einzubeziehen. Immer wieder lasse ich euch auch abstimmen, dass ihr Sachen entscheiden könnt, die für das Spiel wichtig sind und sowas. Aber auf jeden Fall danke für eure krasse Unterstützung, Mann. Das weiß ich echt zu schätzen, Leute. Und ich denke mal, der Kanal hat sehr, sehr viel Potenzial, Alter. Da steckt eine Menge Potenzial drin, Leute. Und ich hoffe, ihr werdet mich auf den weiteren Weg bis nach ganz oben begleiten, Alter. Denn mein Ziel ist es, irgendwann auf dem Kanal die 1 Million zu erreichen, ey. Vielleicht, ja, das ist schon wieder ein bisschen zu viel aus den Sternen gegriffen, so ein Gronks Nachfolger zu werden, aber da bin ich noch weit entfernt von. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Der Gronk ist jetzt auch schon 39 Jahre alt. Das ist schon krank. Er ist jetzt 17 Jahre älter als ich, Leute. Und hat den größten Gaming-Kanal aus ganz Deutschland und ist der berühmteste Let's Player aus Deutschland und Schweiz und Österreich. Ist einfach nur krank, Leute. Und ja, danke auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, geht es auch direkt los mit dem großen Treffen. Vito, Cassandra, alle werden am Start sein. Und auch der Alki, den wir gerade hier sehen. Der direkt mit Waffe hier rein, Alter. Ist der bescheuert? Mal gucken, ob jetzt einer von denen linke Aktionen macht, ey. Denkst du, ich habe vergessen, was du getan hast? Und wenn du Marcano noch so auf die Schuld gibst, deine Männer haben uns überfallen. Meine Männer haben Befehle ausgeführt. Bei uns gibt es Regeln. Nicht mein Problem, wenn deine Leute das nicht kapieren. Wenn du mir so kommst, mache ich es eben zu deinem verdammten Problem. Aber wen sehe ich denn da? Ach du Scheiße, das widerlichste Sackgesicht der ganzen Stadt, Thomasburg. Wichser, was hast du da gesagt? Nimm die Knarre runter, Burke. Wir werden es nur zusammen schaffen, Marcano zur Strecke zu bringen. Also Schluss mit dem Scheiß. Was redest du denn da? Die zwei haben für Marcano gearbeitet. Und der? Weißt du, wie viele von meinen Männern dieses Arschloch da gekillt hat, weil Marcano es ihm befohlen hat? Vergiss es. Bild dir bloß nicht ein, dass ich einem von den beiden je vertrauen werde. Nein, nicht. Das ist mir doch sowas von scheißegal. Du vertraust ihnen nicht? Gut. Ich vertraue nämlich keinem von euch. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich Barbieri rausgekickt, Doucet und seine Männer umgenietet und deinen Arsch vor Greco in Sicherheit gebracht habe. Ihr könnt euch hier und jetzt entscheiden, ob ihr euch verpissen wollt oder bereit seid mitzuziehen. Aber merkt euch eine Sache. Wenn einer von euch diesen Raum jetzt verlässt, landet sein Name auf meiner Liste direkt unter dem von Marcano. Boah. Oh, der Linke macht so Ansage, ich feiere den Typen so sehr, ey. Krank, der Typ, ey. Also, wenn wir mit der Kindergartenscheiße durch sind, können wir uns ja jetzt mit dem Plan befassen. Ich wäre das der größte Baba, Alter. So, das sind die Ziele. Um eine Organisation dieser Größe auszuschalten, müssen wir mit den Leuten an der Basis anfangen und uns dann nach oben hocharbeiten. Genau wie in Vietnam. Ja, beim Militär haben sie euch den Kopf mit all dieser Taktik-Scheiße vollgestopft. Aber vergessen wir den ganzen Quatsch. Ich schlag vor, wir fahren hin und knallen ihn ab. Das dauert nicht mehr als eine Stunde. Je nachdem, wie viel Verkehr ist. Und was passiert deiner Meinung nach dann? Werden sich alle anderen brav hinlegen und sterben, du minder bemitteltes, blödes Schwein? Schluss auf, was du sagst! Du hast recht.
Wenn wir nur Makano killen, bringt uns das gar nichts. Dann übernehmen seine Brüder und wir stehen wieder am Anfang. Also sind unsere ersten Ziele seine Lieutenants. Wir machen sie kalt, sichern uns ihr Territorium und machen weiter mit den Kapos. Wenn die Lieutenants und die Kapos Geschichte sind, ist Makano völlig isoliert. Und dann ist seine Zeit gekommen. Und was passiert mit den Territorien, die wir Makanos Leuten abgenommen haben? Sobald wir die klargemacht haben, werde ich entscheiden, wer sich worum kümmert. Ich verteile die Distrikte, ihr kümmert euch um die Geschäfte und alles, aber ihr müsst sie auch verteidigen, sonst holt der Bastard sie sich zurück. Verstanden? Okay, weiter geht's. Ihr kennt doch das Gebäude am anderen Ufer des Sees, hm? Er baut dort ein Casino. Makano versucht, sich ein legales Standbein aufzubauen. Fast sein gesamtes Vermögen steckt in dem Projekt. Also wenn er irgendwann rausfindet, was wir vorhaben, kann er nicht mehr flexibel reagieren. Und noch wichtiger, es ist für ihn eine persönliche Geschichte. Emotionen machen Menschen irrational und gierig. Genau da setzen wir an. Am Herz, da wo es weh tut. Hey, nette Ansprache. Haben sie es gefressen? Scheißegal. Die sind alle so gierig oder haben so einen Hals auf Makano, dass sie schon mitmachen. Es sei denn, einer probiert, ob ihm die Krone auch passt. Und wenn schon, damit komme ich klar. Hey, die Fotos waren schon ganz gut für den Anfang, aber ich brauche jetzt genauere Informationen über die Lieutenants. Wo machen sie ihre Geschäfte? Wo hängen sie ab? Was du hast? Die Unterlagen sind soweit vollständig. Wenn du bereit bist, ich bin's auch. Es ist mir auch gelungen, ein paar besorgte Bürger zu rekrutieren, die es gar nicht erwarten können, mehr über die Koalition der Spaghettifresser zu erfahren. Die Informationen, wie du an die rankommst, stehen in dem restlichen Material. Dank dir. Soll ich dich mitnehmen? Alles gut, ich fahr selber. Und das systematische Auslöschen von Marcanos Kapus und seinen Leuten war wohl ein Teil des Plans. Muss ich jetzt bei Adam und Eva anfangen? Herrgott. Na schön. Wenn Sie jemanden vernichten wollen, dann zerstören Sie erstmal seine Grundlage. Ist dieselbe Prozedur wie damals in Vietnam. Krass, Alter. Ich weiß, was das immer zu bedeuten hat, dass sie diesen Typen zeigen, diesen Donovan, der immer in diesem Saal ist von den ganzen Polizisten und dann alles erzählen muss. Ich glaube, irgendwas ist am Ende schiefgegangen, Alter. Ich hoffe, nichts Schlimmes, Mann. Wir gucken jetzt mal weiter, was jetzt. Auf der Karte sind weitere Aufträge verfügbar. Triff dich mit Donovan und Makano, um Makano weiterhin die Hölle heiß zu machen. Oder erledige zusätzlich interne Aufträge und Transporte für deine Unterbossen und ihre Lieutenants. Okay. Interne Aufträge und Transporte verschaffen dir zusätzliche Einnahmen und verbessern die Loyalität deiner Unterbosse. Drücke in der Kartenansicht Viereck, um eine von Donovans Aufträgen oder einen optionalen internen Auftrag oder Transport auszuwählen. Okay. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen, Leute, weil ich habe euch ja gesagt, ich werde eigentlich immer nur versuchen, so gut es geht, die Hauptmissionen zu machen und nicht irgendwelche Nebenmissionen, die gar nicht notwendig sind. Deshalb schauen wir jetzt einfach mal hier auf der Karte. Okay, ja, wir haben, ja, perfekt. Wir haben jetzt drei verschiedene Missionen. Einmal triff dich mit Donovan, dann haben wir hier wieder triff dich mit Donovan und dann nochmal triff dich mit Donovan. Okay, ich würde sagen, gehen einfach zu dem, was am nächsten ist und das müsste das ja sein. Fahren wir erstmal dahin, arbeiten wir uns hier. Blut und Öl. Donovan hat alle hässlichen Details über die schmutzigen Frachtgeschäfte. Alles klar, machen wir das. Da fahren wir dahin, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir auch schon direkt. Wir haben jetzt drei verschiedene Hauptmissionen auf der Karte, die wir erledigen. Habe ich euch ja gerade auch schon gezeigt. Es sind dann auch so kleine Nebenmissionen hier. Rede mit Berkey, da kann man auch das machen. Rede mit Nikki. Das sind alles so Nebenmissionen, aber wie gesagt, ich konzentriere mich noch auf die Oh, shit, das wollte ich nicht. Oh nein, ich rufe den Zeuge, die Polizei. Willst du mich verarschen, ey? Hey. Egal, wir gucken mal jetzt, was abgehen wird. Ich kapiere nicht, wie man hier unten leben kann. Es ist heiß, es ist feucht und meistens stinkt's grauenhaft nach dem Fluss. Ich riech gar nichts. Du weißt, was ich meine. Der Gestank von Schlamm. Feuchter, vergammelter Schlamm, in dem seit Urzeiten alles Mögliche verrottet. Im Mekong-Delta hat das ganz genauso widerlich gestunken. Und diesen Mief hasse ich noch heute. Was hast du rausgefunden? Franco Frank Pagani schmeißt Tick vor Harbor. Er steht unter Tommy Marcano und hat ein Schiff mit Namen Tanager, mit dem er seinen Shit rein und raus aus der Stadt bringt. Die letzten 8 Monate fuhr er angeblich damit nach Bermuda. Nach Bermuda? Natürlich nur offiziell. In Wirklichkeit war er in Kuba. Marcano hat mal die Mafia-Casinos in Havanna geleitet.
Ich vermute, Franks Auftrag war, alles Verwertbare aus den alten Casinos rauszuholen und dann hierher zu bringen. Eine ganze Menge Aufwand für ein paar alte Roulette-Tische und Spielautomaten, aber sicher was ganz anderes am Laufen. So dumm, dass wir Frank nicht einfach danach fragen können. Er ist in Havanna und kommt sicher so bald nicht zurück. Wir könnten ihn überzeugen, seine Reisepläne zu ändern. Franks Business sind hauptsächlich gestohlene Autos und Fracht. Such mal nach Plätzen, an denen sowas vertickt wird. Sobald die lahmgelegt sind, wird er heimkommen. Alles klar. Ich höre mal bei der Küstenwache mit und sag Bescheid, wenn die Tanager Kontakt aufnimmt. So, Leute, Zeuge ruft die Polizei. Ach du Scheiße, mal aufhören damit. Oha, was auf einmal hier so alles am Glänzen? Was geht hier ab? Autodiebstahl. Rede mit Gina Kowalski, Alter. Was für Gina Kowalski? Story-Auftrag freigeschaltet. Also wir haben jetzt verschiedene Aufträge freigeschaltet. Einer ist da hinten. Rede mit Gina Kowalski. Autodiebstahl. Ich weiß nicht, ob das wirklich dazugehört zu den Hauptmissionen. Lieutenant Frank Pagan. Das ist unser Typ, den wir jagen müssen. Als loyaler Lieutenant steht Frank Pagani seinem Capo Tony Marcano jederzeit zu Diensten. Er ist bereit, alles zu tun, was Tommy von ihm verlangt. Franks einziges Bestreben ist es, Tick V. Harbor zu verlieren. Frank auszuschalten verhilft dir bestimmt zu Informationen, die du gegen Tommy Marcano einsetzen kannst. Okay? Dann schauen wir uns jetzt mal um. Haben wir hier Hauptmissionen oder sind das alles neben? Ich weiß es gerade nicht. Wir gucken einfach mal. Also, das scheint auf jeden Fall ein Story-Auftrag zu sein. Das sieht man immer darüber. Seht ihr das? Da steht Story-Auftrag. Ich hoffe, das sieht man gerade. Dann hier. Das ist auch ein Story-Auftrag. Alles klar. Und hier könnt ihr sehen, Zusatzauftrag. Seht ihr das? Zusatzauftrag. Das kann man zusätzlich machen. Das müssen wir ja nicht machen. Zum Beispiel unten auch wieder hier Zusatzauftrag. Ja, müssen wir ja nicht machen, Leute. Wir machen jetzt einfach hier und reden mit der Gina Kowalski, Alter. Gina Kowalski. Kennt ihr noch Gina Wild, Alter? Scheiße, Alter. Bis gleich. Hey, hier drüben. Oh, jetzt kommt da so eine krasse Gina. Auf einmal kommt da so ein Afro-Flocken-Joe, Alter. Hör mal. Bist du der kranke Wichser, der sich um Junior Holland kümmern wird? Auch nett, Sie kennenzulernen, Lady. Ganz ruhig. Hab's nicht so gemeint. Ich bin Gina Kowalski. Mein alter Herr und ich haben mit Junior Autos geklaut, bevor er sich entschieden hat, uns abzuservieren und mit Marcano weiterzumachen. Und wo steckt dein alter Herr? Ist Ostern im Knast gestorben. Oh, tut mir leid. Hätte sich nicht schnappen lassen sollen. Junior schmuggelt Autos über die Best Oil Tankstelle. Er hat da ein paar Profis, die ihm Luxuskarossen anliefern. Und ganz nebenbei bringt er auch noch geklauten Sprit aus der Raffinerie unter die Leute. Wo gehen die Autos hin? Ein paar verkauft er hier. Aber bei all den vermissten neuen Autos in letzter Zeit ist Junior wohl gerade dabei, eine Lieferung aus der Stadt zu schaffen. Wenn er Leute auf der Straße hat, bringe ich die schon zum Reden. Vielleicht bekomme ich sogar raus, welche Profis für ihn arbeiten. Wir sehen uns, Gina. Juniors okay. Jungs sind harte Brocken, aber du musst was aus denen rauskriegen. Ja, scheiß auf harte Brocken, Alter. Kuriere. Juniors Kuriere liefern frisierte Autos zu Übergabepunkten in ganz Tickfau. Schalte diese Kuriere aus, um seinen Nabschub an neuen Wagen abzuschneiden, okay? Ja, die Frage ist, wo finden wir diese Kuriere? Da müssen wir jetzt einfach mal schauen. Wir gucken mal auf der Karte. Also, warte mal, das war doch ein Auftrag gewesen, ne? Gina Kowalski. Aber die hat uns jetzt keinen Auftrag weitergegeben. Deshalb würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt den hier. Reden wir mit Pablo, weil sonst kann ich mir jetzt nichts anderes vorstellen. Das sind ja wieder neue Akten, die wir machen müssen. Deshalb werden wir erstmal hier weitermachen und gucken, was uns da erwarten wird. Rede mit Pablo Durate. Leute, was soll ich sagen, was ich glaube, dass dieser Donovan, der steckt in irgendeiner schlimmen Scheiße drin, weil ich sehe das manchmal in seinem Blick, wie der guckt so verzweifelt, irgendwas stimmt nicht, so guckt der irgendwie. Der gibt uns natürlich die ganzen Aufträge und hilft uns und alles, aber ich glaube, im Hintergrund arbeitet er vielleicht auch für Marcano, man weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas wird hier noch abgehen, Leute. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil mit ihm wird irgendwas schieflaufen, 100%, Mann. Der Lincoln denkt, der kann ihm blind vertrauen, dabei ist es der ihn am Ende fickt, Alter. Stellt euch das mal vor. Wenn das stimmen sollte, wäre krass, Mann. So, jetzt reden wir noch mit dem Pablo Durate. Gewartet, oder? Richtig, Pablo Durate. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Hey. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Dieses Kommi-Gelaber über gemeinsamen Besitz ist so ein Schwachsinn, dass man davon kotzen könnte. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig.
Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin sicher, Pops Leute helfen mir liebend gerne. Ich komm wieder, Pablo. Männer, die für Pizza. Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Mann, Pizza hier. Die müssen an sie rankommen. Nur Zigaretten da, die bestellen alle mal Pizza. Pizza Papis. Papa Uno, Best Pizza, Hot Fresh, Hot Boy. Jetzt krieg ich gerade auch Bock auf so eine richtig geile Pizza Fungi mit Knoblauch und ganz minimal scharf. Boah, hör mir auf, Alter, Mann. Ich hab mir voll Hunger hier. Voll Sabber im Mund, ich habe ja noch nichts gefressen, Alter. So, wieder Story-Auftrag. Hä, was waren das jetzt für Auftrag? Ah, hier sind ihr, genau. Jetzt müssen wir diese kleinen Dinger machen. Das sind diese kleinen Nebenmissionen, die aber zur Story gehören. Hier haben wir einmal 3 Stück von diesem Papa Uno. Die können wir machen. Oder diese eine Frau von gerade hat uns, glaube ich, keine Aufgaben gegeben. Also machen wir diese 3 Aufgaben hier. Weil ich will jetzt nicht noch eine neue Akte anfangen hier. Da sind ja 2 neue Akten. Wenn wir jetzt die anfangen, dann kommen wieder verschiedene tausende Missionen. Also wir machen alles Schritt für Schritt. Und werden uns erstmal jetzt hier durchkämpfen und müssen hier einen töten. Erledige Poppys Vollstrecker. Alles klar, Leute, bis gleich. So, Leute, und da sind wir jetzt auch direkt. Wir müssen nämlich einen töten. Und dafür habe ich immer noch unsere schöne Sniper. Und ich werde versuchen, mit der Sniper den von Weitem auszuschalten. Können wir den ausschalten oder nicht, dass die... Oh nein, Oha. Vorsichtig. Ganz ruhig. Gefälligst. Da hinten. Von deiner dicken Lippe? Warte, meint ihr... Jawoll. Guck, das meine ich. Das ist das Geile an diesen Missionen, wenn man einen ausschalten muss. Einfach eine Sniper und ihn direkt in seine Birne ballern, Alter. Perfekt. Weiter geht's mit den anderen 2 Aufgaben. Ich finde, die Aufgaben sind eigentlich ganz cool. Die wiederholen sich zwar, aber es sind immer wieder andere Situationen, andere Orte. Und deshalb finde ich das auch richtig cool, Mann. So, beende die Frachtabwürfe. Alles klar, fahren wir mal dahin. Scheiße, die Bullen haben mich jetzt, Alter. Wir müssen da irgendwas befragen und so ein Scheiß. Ja, super, wie komme ich da jetzt rein? Die Bullen sind auch noch direkt hinter mir. Ja, das kann ja jetzt was werden, Leute. Egal, Leute, sowas wird lustig, Mann. Nur weil ich so einen scheiß Passanten überfahren habe, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie komme ich jetzt rein in diesen Scheißhaufen hier? Ah, da. Perfekt. Yalla, yalla, raus, raus, raus. Egal, ich räume jetzt mal ein bisschen hier auf, Leute. Wir müssen irgendeinen Pisser befragen. Go, 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 go. Ich glaube, die Bullen kriegen mich hier nicht. Ich hoffe nicht. Jawohl, die haben mich nicht. So, wir werden uns jetzt hier irgendwie versuchen reinzuschleichen. Aber die Frage... Genau, unbefugtes Betreten. Wir sind angekommen, Leute. Es ist ja voll Hintereingang hier. Aber ich sehe ja keine Gegner bisher. Oder, warte mal. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier machen, diesen Blick. Okay. Wir fragen wir den mal, der ist da drin, ne? Ich glaube, draußen chillt keiner. Also können wir ganz locker easy reingehen. Oh, was macht der denn da, Alter? Alter, der wird einfach umgebracht. Also diese Mafia-Geschäfte, die waren... Ah, das ist gerade die Polizei. Ja, mal gucken, die Bullen, die sind da alle am Chillen. Die suchen mich. Ich muss hier weg. Habt ihr das gesehen, wie viele da sind? Ach du Scheiße. Okay. Ach du Scheiße. Oh nein, wir sind tot. Ja, der hat mich, der hat mich, der hat mich. Nein, der hat mich nicht gesehen. Glück gehabt, Glück gehabt. Schnell, schnell, pack dir den und dann den anderen da hinten. Zack, optimal. So, den müssen wir befragen. Ist ja ganz locker easy, haben wir ihn doch. So, hä? Was? Holland's Schmuggelgeschäfte. Erzähl mir, was du weißt. Der Abwurf findet am Yachthafen statt. Ein angepisster Motherfucker namens Butterbean regelt dort alles. Töten. Das ist eine große Hilfe. Danke. Oh, Scheiße, Alter. Okay, okay, wir müssen jetzt hier schnell raus. Das haben wir geschafft, den Auftrag. Jetzt heilige Scheiße. Oi, oi, oi. Warte, komm, ich mir ihn holen werde. Ja, der ist schlau, der geht zurück, der geht zurück. Jetzt musst du nachladen, du kleiner Pisser. Ich muss schnell durchziehen, nein! Nein! Ey, du kleiner Pisser, man hat mir voll viel Leben abgezogen. Eieiei, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Nur noch der letzte Auftrag, der ist da hinten. Weil erstmal müssen wir jetzt hier wieder rauskommen, Alter. Ich glaube, die Bullen verfolgen uns nicht mehr, das ist schon mal gut. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Oh nein, ja, wir sind am Arsch, nein! Na, ey, aha! Nein, boah, die habe ich ja richtig auseinandergenommen. Scheiße. Egal, wir sehen uns gleich beim dritten Auftrag. Ah, Leute, jetzt könnt ihr auch sehen, jetzt gibt es von dieser einen Frau auch diese 3 Missionen. Das war ja die eine da, diese Gina Kowalski. Einmal hier einen töten. Das ist direkt um die Ecke eigentlich. Wir könnten das eigentlich machen. Und dann haben wir noch hier unten diesen einen Auftrag. Den müssen wir jetzt machen, um alle bei ihm abzuschließen. Der gehört, glaube ich, auch noch dazu. Ja, das sind mehrere Sachen. Ich würde sagen, wir töten aber erstmal den hier. Ja, Mann, wir machen jetzt alles von dieser Gina und von diesem einen Typen. Ja, bis gleich. Ja, guck mal, ich zeig, guck mal, das Navi, das zeigt außen rum. Warum von hinten, wenn es auch von vorne geht, Alter? Ach du Scheiße, ich muss jetzt einen töten. Jetzt haben wir noch wieder unsere schöne Sniper am Start, oder? Ja, haben wir noch 3 Schüsse.
von wie wir uns jetzt holen werden, wieder von Weitem. Dass uns niemand sehen wird. Niemand wird uns sehen. Doch, die werden dann den Schuss sehen, aber mehr auch nicht. Boah, guck mal, wie perfekt ich hier wieder stehe, ey. Bam, tot. Optimal, Alter. So, bis gleich zur nächsten Mission. So, Leute, da sind wir auch direkt oben, haben wir eine Wache. Ich weiß nicht, ob wir genau wieder rein müssen oder nicht. Wir müssen aufpassen. Ich glaube, wir müssen da oben rein. Okay, er darf uns nicht sehen, er darf uns nicht sehen. Okay, warte, jetzt hier langsam, langsam. Packt ihr den? Ja, man hat es nicht gesehen. Zack. So, jetzt brechen wir mal das Ding hier auf. Mit unserem Brecheisen. Zack. Und jetzt ganz easy. Bap, Türe auf. So. Ich weiß aber jetzt nicht, wo der Typ ist, den wir befragen müssen. Wir müssen noch zwei Typen befragen haben. Oha. Wo kommt der denn auf einmal her? Oh nein. Geh einfach zum Telefon. Löchert das Arschloch. Verpiss dich, hä? Wie du gehst zum Telefon, Alter. Schwanz gehst du zum Telefon. Oh shit. Ich weiß nicht, ob die anderen uns gesehen haben, Leute. Aber wir müssen irgendwas anderes machen, okay. Wir müssen nicht mal irgendwann mal fragen. Wir müssen irgendwas. Anzünden und werfen, Junge! Anzünden und werfen. Köpfe runter! Ja, wirf doch, komm, hä? Wirf deinen scheiß Molotow. Hier, kriegst du das in deine Fresse. Oh nein, Alter, das ist wieder. Oh nein. Ey, die mit der scheiß Dings, Alter, die gehen mir so auf die Eier. Was haben wir denn hier? Was brauche ich denn? Einfach Geld klauen? Boah, Junge, habe ich viel Geld wieder, Alter. Nein, 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 ich muss hier weg, bevor ich mein Geld hier wieder verliere. Renn doch um dein Leben, Junge. Lauf, lauf, lauf. Einfach raus hier. Bis gleich zur nächsten Mission, Teilmission. So, Leute, da sind wir angekommen. Uiuiui, was ist mit der Kamera los? Wir müssen wieder irgendein. Was ist das für ein Geräusch hier? Habt ihr das gehört? Irgendwie so ein riesen Rasenmäher auf einmal. Okay, feindliche Zone, Patrouille der Küstenwache. Okay, ich glaube, hier wird es nicht so einfach werden, diese Person da oben auszuschalten. Wenn sie es von hinten anschleichen. Ich hoffe, hier wird das richtig sein, der Weg, Alter. Ja, sieht nicht so gut aus. Sieht nicht so gut aus. Oder? Nee. Ich brauche nur einen Schluck Schwarzgebrannten. Ich brauche nur einen Schluck Schwarzgebrannten. Wer hat mich denn sehen? Wer sieht mich denn hier, würde ich mal gerne wissen gerade. Kann doch nicht sein. Ich denke mal, hier wird jetzt gut sein. Ja, Mann. Kann ich heute Nacht nicht einschlafen. So. Ganz ruhig, ob der ist da oben. Ach du Scheiße, ich glaube, den können wir ausschalten. Einen können wir ausschalten, den hier. Zack. Oh, krass, du kriegst so ein Messer von hinten rein, Mann. Wie krank das sein muss. Geh mal jetzt hier hoch. Ey, ist der dumm? Jawohl. Da war sogar eine Sniper, Alter. Aber Munition für unsere Sniper. Optimal. Meint ihr, der ist da drin? Oder? Der ist da wirklich da drin? Guck, wie wir die einfach alle gebumst haben. Aber die Türe geht nicht auf. Einstellen und Streifendienst fortsetzen. So. Fuck, da sind zwei Stück. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir schalten erstmal die beiden aus, oder? Ja, ich schalte erstmal die beiden aus. Aber der andere wird mich auch sehen. Gottverdammte. Komm, egal, jetzt riskier einfach. Schnell. Ja, Mann, einer hat uns nicht gesehen, glaube ich. Doch. Wir kriegen alle ein Stück von ihm. Oha, was macht der denn hier? Nein! Scheiße, da ist noch einer. Fuck, der darf nicht schießen. Schnell, Dreieck. Wer ab? Bam, bam, bam. Oh nein, packt ihr den? Aber egal, wir kriegen den. Jawohl, wir haben ihn getötet. Weg, 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 weg. Nein. Scheiße, wir sind tot. Aber egal, wir haben die Mission geschafft, Leute. Optimal. So, Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt alle Aufgaben von diesem Pablo Durate erledigt. Aber wenn wir jetzt X drücken, können wir ja sehen, Schmuggel, das ist ja seine Spezialität. Wenn wir das jetzt auswählen, ihr könnt... Oh nein, das war das Falsche. Hier, wir haben alle Aufgaben gemacht, aber der verbleibende Schaden ist noch $1,300. Also wir müssen irgendwas... von denen noch kaputt machen, damit dieser Kapitel hier abgeschlossen ist. Da würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier bei dieser, wie heißt die nochmal? Die Gina Wild, Alter. Gina Schloslowski oder wie die hieß. Gina Kowalski, genau. Da machen wir jetzt noch die anderen Missionen, Leute. Dann würde ich sagen, was ist für heute? Die machen wir aber auf jeden Fall noch. Bis gleich. So, Leute, dann sind wir auch schon direkt angekommen. Zerstöre die Lieferung gestohlener Autos. Okay. Ach du Scheiße, was? Ich soll die ganzen Autos kaputt machen, nicht deren Ernst, oder? Wie soll ich das denn machen? Also, der Pfeil zeigt nach links, also muss hier irgendwo der Eingang sein. Ja, klar, wir sollen jetzt die ganzen Autos zerstören, oder was? Ja, wenn da niemand drin ist, gerne. Aber wenn da jetzt Gegner noch drin sind, dann wird es schwer. Ja, super. Oder habt ihr das auch mitgekriegt? Irgendwas hat mich gesehen. Oder, hä? Was hat mich denn da gerade gesehen? Ja, klar, soll ich denn jetzt die Autos... Oh, oh, oh! Deinesgleichen hat hier nichts verloren. Ja, scheiße, Alter. Ich muss das egal, ich mach die jetzt einfach alle kalt hier. So. Ah, oh, 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 oh. Komm her, komm her, kommt alle her. Ich packe euch alle. Ja, super. Verpiss dich, Alter. Oha.
Warum ist das denn explodiert, das Auto? Ich glaube, ich habe irgendwas getroffen, Mann. Ich habe da gibt's so Dinger, die explodieren, glaube ich, ne? Oha, wirft der Molotow auf mich, der Pisser. Oh nein, nicht nein, 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 nein. Boah, was haben wir denn für eine geile Waffe aufgehoben? Scheiß mal auf die Sniper jetzt. Da, bam, Junge. Aber das muss man irgendwie kaputt kriegen. Scheiße, der ballert was auf mich. Irgendjemand ballert auf mich. Shit, 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 da hinten. Wo ist der Vogel, Mann? Wo ist der? Zeig dich, zeig dich. Ah, da ganz hinten ist auch einer. Ja, dafür reicht die Waffe nicht. Wir müssen doch irgendwie die Autos hier zerstören. 19.000 Schaden ist noch verbleibend. Oh nein, da kommt jemand. Von hinten. Bam, bam. Boah, das ist eine richtig kranke Waffe, Alter. Ich schwöre es euch. Die geht übertrieben ab. Wir haben ja gerade ein bisschen Kohle verloren, weil wir gestorben sind, Leute. Deshalb müssen wir jetzt so schnell Money aufheben, wie es geht. Guck mal, jetzt haben wir da 15.000. Nur noch einer ist da hinten, glaube ich. Oder da sind da wieder zwei. Warte mal, wie können wir das denn alles hier zum Explodieren bringen, würde ich mal gerne wissen. Alter! Nein! Oh nein, Alter. Ey, guck, das meine ich. Der trifft mich einmal. Ich bin schon so gut wie tot, Alter. Nein, 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 nein. Hol den jetzt. Hier, tot. Nur noch der eine Vogel da hinten, den hole ich mir jetzt. Er kriegt Fäuste in seine Fresse, Alter. Ja, wirft doch seinen scheiß Molly, Alter. Zack. Okay, Leute, alle sind tot. Ah, perfekt, hier. Bam. Oh, richtiges Feuerwerk hier. Jetzt nur noch dieses scheiß Auto hier. Wie machen wir das am besten kaputt? Einfach draufballern, glaube ich. Na, super. Das muss ich noch zerstören, die Scheiße. Komm, jetzt habe ich auch noch keine Munition mehr, Alter. Ja, super, ey. Jetzt muss ich nur das... Weil ich sehe auch... Ah, perfekt. Guck mal mit der Schrotflinte jetzt. Guck mal jetzt. Bam. 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 Jawohl. Bam. Ey. Ich habe gedacht, ich bin gerade gestorben, ne? Ich schwöre es euch. Ich habe gedacht, ich bin jetzt gestorben, ey. Ich stehe vor, es hätte nicht gezählt. Ich hätte alles von neu machen müssen. Aber egal, wir haben die Mission geschafft, Leute. Jetzt machen wir noch die eine oder andere weitere Mission bei der. Sodass wir auch alle fertig haben. Jetzt könnt ihr sehen, wir brauchen nur noch oben diesen Typen zu töten. Dann haben wir alle geschafft. Und dann geht's weiter mit den Hauptmissionen. Das sind jetzt quasi auch Hauptmissionen, nur so klein, ich sage ich mal, Untermissionen der Hauptmissionen. Alles klar, dann sehen wir uns gleich, wenn wir Jonios Profi-Autodiebe erledigen. So, Leute, dann sind wir auch schon direkt angekommen. Wir dürfen jetzt hier noch nicht zu schnell vorgehen. Aber jetzt sind wir jetzt noch die Sniper, Alter, Mann. Das ärgert mich jetzt gerade, weil die Sniper war für diese Mission einfach perfekt. Du konntest die alle von Weitem sofort töten. Aber ja, den kriege ich auch von hier hin. Zack, zack, tot. Locker easy! Haben wir geschafft, Mann. Haben wir geschafft, Leute. So. Würde ich sagen, war es dann auch an dieser Stelle von dem nächsten Mafia 3 Let's Play. Ich habe jetzt gerade insgesamt 46 Minuten Let's Play. Ich denke mal, das Video wird so dann ungefähr eine halbe Stunde gehen. Ich gucke jetzt mal eben nochmal nach. Ja, wir haben jetzt eigentlich alle Aufgaben erledigt. Wir können jetzt mal bei Ziele gucken. Ja, wir brauchen hier noch verbleibender Schaden $150. Hier 1300. Komm, das machen wir eben noch. $150. Das heißt, wir können jetzt einfach hier hingehen und dann irgendwas noch abballern oder irgendeinen Gegner töten oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber wir schauen mal. Oh, schieß! Ja, scheiße, scheiße! Voll verzogen! Oh, jetzt kommen noch andere. Warte. Keine Munition mehr! Nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm die Waffe! Scheiße! Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Optimal. Ja, wie kriegen wir denn den Schaden hin, Alter? Das würde ich mal gerne wissen. Da. Schieß da drauf. So, jetzt sollte das an Schaden reichen, oder? Das weiß ich jetzt nicht genau. Damit beschäftigen wir uns einfach beim nächsten Mal, Leute. Wir ballern jetzt noch ein bisschen hier rum. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. War auf jeden Fall wieder richtig cool gewesen hier, die Folge. Und ich bin gespannt. Ja, Mann. Schadenssumme erreicht. Wir haben jetzt die Schadenssumme erreicht. Eieiei, jetzt sind dann die Verstärkungen angekommen. Oh, Brille. Bruder, ich muss hier weg, Alter. Ich muss hier weg. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hier wieder, wenn wir mit Gina Kowalski reden müssen bei der anderen Mission. Da fehlt uns ja noch $1300 Schaden. Da müssen wir gucken, ob wir die bekommen. Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, weil ich sehe keine Mission mehr von diesem Grünen hier. Also weiß ich auch nicht, wo ich diesen Schaden anrichten soll. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Danke für die 400.000 Abonnenten. Morgen geht's wieder weiter mit zwei Videos. Journey kommt morgen wieder, Leute, nicht heute, weil sonst muss ich jeden zweiten Tag drei Videos bringen. Das ist einfach anstrengend. Also mit Journey einfach morgen zusammen mit WWE kommen. Und heute kommt noch auf viel FIFA von mir ein cooles Video. Deshalb lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin raus, haut rein und ciao.